Woche 50 beginnt mit einem 10 Kilometer Trainingsplan und ich nehme euch mit nach London. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen Woche 50. Ich habe es gesagt, geht los mit einem neuen Trainingsplan. 8 Wochen Vorbereitung auf den, ich weiß gar nicht, wie heißt denn das Teil, DGVO Grand 10 oder sowas, hier in Berlin am 15. Oktober, wo ich mir zum Ziel genommen habe, um die 60 Minuten zu laufen. Ich weiß, für viele ja, kostet es müdes Lächeln die Zeit. Für mich wäre das mal eine Riesennummer wieder nach so langer Zeit. Weiß nicht, Bestzeit ist glaube ich mal 52 Minuten gewesen vor Jahren. Bin ewig die 10 nicht mehr gelaufen. Schon gar nicht so irgendwie auf Zeit oder was. Aber ich habe einfach mal Lust. Danke, dass du dabei bist. Abonniere gerne unten den Kanal. Aktiviere die Glocke. Dann siehst du, wenn hier ein neues Video rauskommt, entweder montags wie immer der Vlog oder ja ab und zu donnerstags mal so ein Testvideo. Am Fuß der Mizuno Wave Rebellion Pro. Carbon zu. Eigentlich, wie gesagt, nicht für mich gemacht, aber für diese Art kurze Intervalle, die ich jetzt gerade vor mir habe, nehme ich den gerne mal zum Gewöhnen. Das hier ist der Plan für die Woche. Nicht so einfach, denn ich muss dienstlich nach London am Mittwoch. Ich nehme euch natürlich mit. 2 Läufe sind in London geplant, 2 Läufe in Berlin. Der erste heute Montag. Normalerweise ist Montag immer mein freier Tag, aber heute muss ich einfach laufen. Sonst kriege ich das nicht hin. 4 Einheiten sollen es werden. Jetzt 10x 1 Minute on, 45 Sekunden off ist der Plan. Passt ganz gut, weil ich habe nicht viel Zeit heute. Und wie gesagt, den Rest der Woche. Hi! So, ich habe gerade den Jörg getroffen aus der WhatsApp-Gruppe auch. Mega, also sowas liebe ich. Total netter Kerl. Also liebe Grüße, Jörg. Also, 10x 1 Minute on-off steht heute an. Der Rest, wie gesagt, habe ich eingeblendet. Das ist das Programm. So, den ersten habe ich hinter mir. Auf geht Nummer 2. Ganz schön warm, aber es macht riesen Spaß und es ist total kurzweilig. Ein noch. Der letzte. Tolles Workout, das macht wirklich total Spaß, weil es wirklich super kurzweilig ist. Warum mache ich das? Tut es mir ganz gut, die Beine mal ein bisschen schneller zu bewegen, also eine höhere Kadenz zu laufen. B, bilde ich mir ein, es ist gut für die Ausdauer, VO2 Max und so weiter, aber vor allem macht es Spaß. Und wenn es Spaß macht, kann es nicht verkehrt sein. Also, Einheit Nummer 1, Trainingsplan, Haken hinter, ab nach Hause. Duschen, Lilly vom Basketball abholen, bisschen Wäsche waschen. Wie gesagt, Mittwoch geht's nach London. Nächste Trainingseinheit ist dann im Hyde Park. Ich muss gar nicht mehr laufen gehen bei dem Video, die man hier am BR zurücklegen muss. Wahnsinn. Happy Mittwoch, es geht nach London. In der
Elizabeth Line und fahre jetzt durch bis nach Paddington und laufe dann zu meinem Hotel. Ich bin wie immer, wenn ich hier bin in London, ich glaube, ich bin jetzt schon zum 12. Mal oder was, im Royal Eagle Hotel. Ich blende das mal hier ein. Das ist ein kleiner Tipp. Super gelegen und extrem günstig. Wenn ich schon auf Dienstreise gehe, versuche ich zumindest so wenig Kosten wie möglich zu verursachen. Und das Ding hier, weiß ich, kostet keine 300 Euro für 3 Nächte. Das ist für London echt günstig, ist auch sehr spartanisch. Keine Ahnung, ich habe wahrscheinlich wieder nur 8-9 Quadratmeter. Aber mehr brauche ich halt auch nicht. Also kleiner Tipp, mega Gelegenheit, Park Kensington Gardens direkt um die Ecke. Da kann ich wunderbar laufen. Elizabeth Line fährt euch in die Stadt. Lancaster Gate ist die andere U-Bahn, die rote Central Line, glaube ich, ist es. Die fährt auch in die Stadt. Und alles innerhalb von, weiß ich, nur ein paar Minuten. Also besser kann man eigentlich nicht wohnen. Also ab zum Hotel und dann wird eine Runde gelaufen. Ich bin mit dem Flieger schon drüber geflogen. Ich konnte vorhin sehen, Hyde Park Kensington Gardens. Freue ich mich schon drauf. So, Paddington, 1630er Paddington, Miss Marple, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Zimmer sind hier sehr klein, das sind keine 7-8 Quadratmeter. Aber egal. So, ich bin in London. Wie gesagt, der Plan ist arbeiten. Ich versuche aber 2 Läufe hier zu machen. Einen auf jeden Fall heute, das kriege ich hin. Nachher geht's Richtung Hyde Park, Kensington Gardens. Und da werde ich ganz entspannt laufen. Es ist nämlich wirklich richtig warm hier. Also, auf ein paar schöne Tage hier zusammen in London. Danke, dass du da bist. Danke, dass du bis zum Ende guckst. Welcome to London. Abonniere gerne den Kanal hier unten. So, los geht's. In der Wärme. Ein bisschen was zu trinken habe ich mitgenommen. Eine kleine Flasche hier aus dem Flieger noch. Erstmal gucken, dass ich nicht überfahren werde. Muss ich mich immer erst dran gewöhnen, wo muss ich hingucken. Ja, jetzt geht's wie gesagt Kensington Gardens, Hyde Park. Da laufe ich jetzt einmal rum am Fuß. Ich habe auch nur einen Schuh mitgenommen natürlich. Der Hoka Mach 5. Krass. Da oben bin ich von geflogen, das habe ich alles gesehen hier unten. Ich bin nämlich jetzt am Kensington Palace. Da haben Kate und Willy früher gewohnt. Echt pottenwarm. Eine Sache fällt mir immer wieder auf hier. Keiner grüßt. Scheint hier verpönt zu sein. Läufer grüßt nicht. So, das ist die Royal Albert Hall. Kennen viele von euch bestimmt. Last Night of the Prom oder sowas, wie das heißt. Berühmte Konzerte sind da auch noch drin. Also wirklich ein Wahrzeichen. Ich war noch nie drin. Ich wollte immer mal rein, habe ich noch nicht geschafft. Hinter mir, Mist, muss ich googeln. Weiß ich gerade nicht, wie das Ding da heißt. Also was mir auffällt übrigens in London jedes Mal. Die Leute sind so nett und nehmen so Rücksicht aufeinander. Es ist so sauber. Ja, der Park hier Kensington ist voll. Die Wiesen sind voll. Die Leute machen Picknick. Niemand lässt Müll liegen. Niemand. Also ist schon beeindruckend. So, Royal Albert Hall. Habt ihr aber mal gesehen, bisschen Kultur. Weiter geht's.
Und jetzt bin ich im Hyde Park. Hier gibt es eine Sportanlage, kannst du Tennis, Tischtennis, Badminton, den ganzen Krempel spielen. Mega. Die Bahn ist hier übrigens für die Pferde, damit die hier vernünftig laufen können. So, ich bin jetzt hier Hyde Park Corner, gleich Marble Arch, also fast mittendrin. Absolutes Paradies hier zum Laufen. Irre. So, da geht es aus dem Kensington wieder raus. Da muss ich gleich lang. Ich wollte euch das hier nur zeigen. Italian Gardens heißt das hier, glaube ich. Ich hoffe, man kann es ein bisschen sehen. So, 6,12 Kilometer. Das reicht mir. Ich gehe jetzt in einen kleinen Laden, hol mir was zu trinken. Das brauche ich. Do you need a bag? That would be awesome, yeah. Bananen gekauft, bisschen was zu trinken gekauft, ab aufs Zimmer und duschen. Happy Mittwoch. Und mal gucken, vielleicht finden wir zusammen was zu essen. So, wahrscheinlich wird es Hardrock Café. Ich habe einfach Hunger. Die Leute stehen übrigens an vor M&M. Hallo ihr Lieben, guten Morgen aus London. Es ist, müsste jetzt so 7.20 Uhr Ortszeit sein. Ich bin eine Runde laufen gegangen. Heute eine kleine Sightseeing-Tour, bevor ich meine Termine habe heute. Bin bei mir losgelaufen, habe gefrühstückt, eine Banane und einen Morton Drink Mix. Und das war's. Und dann los bei mir an den Kensington Gardens wieder durch, Hyde Park. Serpentines lang, nämlich da, wo 2012 der Olympische Triathlon war. Herrliche, herrliche Strecke. Waren auch einige Leute da drin und sind geschwommen. Da muss man in so einem Schwimmverein sein, dann kann man da schwimmen. Und dann ging es weiter, Wellington Arch. Und jetzt bin ich hier im Buckingham Palace. Ich war eigentlich mit Kate zum Frühstück verabredet, aber sie macht gerade nicht auf. Keine Ahnung warum. So, dann geht es für mich weiter Richtung Big Ben. Westminster Abbey und dann sehe ich vielleicht auch noch das Landenei, was heißt vielleicht, ich sehe es bestimmt und dann geht es zurück und dann bin ich so ungefähr bei 10 Kilometern, 8, 9 vielleicht, keine Ahnung. Wetter ist perfekt zum Laufen, weiß ich nicht, vielleicht so 21 Grad, bisschen bewölkt um die Uhrzeit, einfach herrlich. Also wenn einer noch nicht in London war von euch, unbedingt mal erfahren, es ist unbeschreiblich schön.
it's so hard. Links neben mir ist übrigens der St. James Park. Auch wunderschön. Trick da hinten ist Downing Street Nummer 10 übrigens. So, ich laufe jetzt nicht auf die andere Seite. Ich gucke von hier und laufe ein bisschen an der Themsenseite lang. Ich glaube, wer James Bond gesehen hat, ich meine hier auf der Brücke, war die Hubschrauber-Szene, oder? Habe ich schon mal gesagt, dass London unfassbar ist? Jedes Mal. Das ist hier die Golden Jubilee Bridge und ich laufe jetzt über die Themse. Am Fuß übrigens natürlich wieder der Hoka Mach 5. So, ich bin jetzt auf der anderen Seite der Themse. Landeneis direkt vor mir und jetzt laufe ich wieder nach Hause. Vielleicht hole ich mir noch irgendwo ein Wasser. Mal gucken. Da war ich auch schon mal drin, ein paar Mal. Es ist echt, lohnt sich. Es ist teuer, aber es lohnt sich. Downing Street Nummer 10. Wisst ihr Bescheid? So, ganz kurz. Hier fanden immer die Pferdeparaden statt. Oder finden vielleicht immer noch, das weiß ich nicht. Und ich glaube, während der Olympischen Spiele war hier Beachvolleyball und so, meine ich. Ich laufe jetzt durch den St. James Park und dann die Mall hoch Richtung Buckingham Palace. Das ist, glaube ich, auch dann die Zielgeraden des London Marathon, meine ich. Wenn einer das weiß, sagt Bescheid. Ach, übrigens habe ich vergessen zu sagen, die Frage der Woche kommt hier aus Wien, liebe Birgit. Ich bin gerade bei meinem Training und habe eine Frage an euch. Folgendes: Wenn ihr Münzen auf der Straße seht, 1 Cent, 5 Cent, was auch immer, bleibt ihr stehen oder läuft ihr weiter? Was macht ihr? Wie handelt ihr das? Abdrücken, stehen bleiben oder weiterlaufen? Ich fürchte, das Video geht 2 Stunden. Es ist so schön hier. Ich könnte wirklich alles hier aufnehmen die ganze Zeit. Wahnsinn. You got a Coke Zero? I have Diet Coke. Okay, Diet Coke and a still water, please. Awesome, thank you. So, Frühstück. Muss mal hier was trinken. Wasser nehme ich mehr mit. Diet Coke. Ich habe jetzt knappe 7 Kilometer auf der Uhr. So, the Mall. Wie gesagt, die letzten Meter des London Marathons, soweit ich weiß.
bin jetzt hier wieder bei den Serpentines und laufe jetzt noch, weiß nicht, 2 Kilometer ungefähr nach Hause. Da haben wir gute 10. Ein wunderschöner Lauf. Tut mir leid, wenn es hier ein ewig Video wird, aber es ist einfach unbeschreiblich schön hier in London zum Laufen. Wahnsinn. So, genau 10 Kilometer ins Hotel, duschen und dann wird gearbeitet. Happy Freitag. Gerade erfolgreich geschockt. Weiter geht's. So, ich sitze jetzt hier im Pride of Paddington, im Pub. Ich trinke ein alkoholfreies Bier, esse gleich 14 Chips und muss erstmal durchatmen, denn mein Flug wurde gestrichen von British Airways. Das heißt, ich bleibe ein paar länger hier. Ich muss. Eigentlich habe ich da gar keine Lust zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt geht der Flieger Sonntag früh um 7.30 Uhr. Das heißt, ich muss auch mit dem Heathrow Express fahren, damit ich überhaupt zum Flughafen komme. Das ist alles ein Kuddelmuddel. Hatte Glück, dass im Hotel noch ein Zimmer frei ist, darf ich noch eine Nacht in diesem absurden Bett schlafen. Ja, ist so wie es ist, kann es nicht ändern. Da mache ich mir morgen halt einen bunten hier in London. Happy Freitag, ihr Lieben. Morgen, ihr Lieben. Ja, ich bin ja gestrandet in London noch einen Tag, also Sightseeing ist angesagt. Ich wohne ja perfekt, das hatte ich schon gesagt, und mit der U-Bahn geht es super schnell. Lancaster geht rein, 10 Minuten später bin ich hier. St. Paul's Cathedral, weltberühmte Kirche, kennt er sicher. Und in der Gegend hier, Whitechapel, hat Jack the Ripper sein Unwesen getrieben. Und in der Gegend halte ich mich jetzt so ein bisschen auf. Mal gucken, vielleicht Richtung Tower Bridge nachher. So, während ich hier an der Nordseite der Themse lang spaziere, kann ich euch eigentlich auch mal erklären, was es mit diesem 10 Kilometer Trainingsplan eigentlich so konkret auf sich hat. Also 8 Wochen geht das Ganze. 15. Oktober ist das Rennen. Und ich habe mir das ein bisschen eingeteilt. Die Wochen 1 bis 3, ich blende das auch mal hier ein, sind also Volumenaufbauphasen. Das heißt, da steht nicht die Intensität im Vordergrund, sondern da steht im Vordergrund, Volumen aufzubauen. Also länger zu laufen, ganz entspannt, so ein bisschen mal was Schnelleres zwischendurch, aber ist halt nicht der Fokus. Dann gebe ich meinem Körper eine Woche Ruhe, da wird das Volumen ein bisschen runtergefahren,
Und dann die Wochen 5, 6 und 7, da geht es dann darum, ein bisschen intensiver zu trainieren, weniger auf die Länge der Läufe zu achten, sondern da wird es dann ein bisschen härter, was die Intensität angeht. Also kürzere Intervalle, Pyramidenläufe, Fahrtleckläufe, so eine Geschichten. Und dann die letzte Woche, die Rennwoche, naja, muss ich euch nicht sagen, da geht es ein bisschen ruhiger zu. Das ist so der Überblick über den konkreten Aufbau. Wie gesagt, nicht sklavisch, an das ich mich halten muss, ist eine Richtlinie für mich. Es soll ja Spaß machen, den Fehler mache ich nie wieder, dass ich mich dazu sehr unter Druck setze. Spaß soll es machen und es soll nur eine Richtlinie sein. Und dann schauen wir mal, ob ich so um 60 Minuten am Schloss Charlottenburg wieder ankomme. So, hier ist es brechend voll. Warum? Hier ist der Tower auf Lande. Ich habe übrigens gesehen, die Tower Bridge ist oben. Habe ich auch noch nie gesehen, dass die Brücke oben ist. Verrückt. Also wer den Tower noch nie gesehen hat, hingucken. So ihr Lieben, also reiner Sightseeing-Tag heute. Ein Termin dienstlich habe ich jetzt tatsächlich gerade noch gemacht. Nachher treffe ich eine Agentur, ganz entspannt, deshalb kann ich auch so angezogen bleiben. Und ja, mehr passiert heute nicht. Sightseeing stört euch hoffentlich nicht. Gelaufen wird dann hoffentlich morgen wieder in Berlin. Happy Samstag, ihr Lieben. Danke, dass du hier echt dieses quasi Ben-Hur-Länge-Video dir anguckst. Freue ich mich total. Vielleicht ist auch deshalb der Flug gecancelt worden, weil hier ist gerade ein dickes, fettes Gewitter in London. Halleluja. So, ich bin wieder im Pride of Paddington. Es ist jetzt inzwischen gleich 18 Uhr hier Ortszeit. Abendbrotessen. Ich war drüben gerade am Bahnhof Paddington, habe geguckt, wo morgen mein Heathrow Express abfährt. Ich muss den um 5.10 Uhr nehmen. Das ist der erste, der fährt. Also muss ich relativ früh aufstehen. Deshalb wird es heute kein langer Abend. Jetzt ein bisschen Abendbrotessen, Burger, alkoholfreies Bier. War ein toller Samstag. Termin hatte ich auch noch, der war auch super. Tageswerk vollbracht, Essen ab ins Bett, 1000 Dank. Happy, happy Samstag, ihr Lieben. Aber wir haben natürlich auch auf der Bahn Essen. Guten Morgen. Es ist, spät ist es? 4:45. Ich bin jetzt hier in Paddington und fahre mit dem Heathrow Express zum Flughafen und steige dann hoffentlich den Flieger um 7.30 Uhr nach Berlin. This is the Heathrow Express train to Heathrow Terminal 5. Ich glaube wirklich, dass das gegen eine Polizei.
zwei Hauptmeisterinnen bei der Bundespolizei. Das ist nämlich Claudia Pechsteins Beruf. Ja, und das macht es natürlich noch deutlich brisanter. So, ich bin wieder da. Hat alles gut geklappt, ganz ehrlich. Hab nur erbärmlich schlecht geschlafen. Vielleicht eine Stunde oder so. Bei mir im Zimmer nebenan heute Nacht im Hotel, da war es so laut die ganze Zeit. Super nervig. Also mehr als eine Stunde Schlaf habe ich nicht. Intus. Bin jetzt gerade auch echt müde. Dann waren meine beiden Großen waren noch hier. Das war schön. Haben auch noch Basketball geguckt, Deutschland, Australien und ein bisschen gequatscht. Jetzt müssen wir noch Lilly abholen vom Hauptbahnhof. Die hat nämlich dieses Wochenende in Osnabrück ihr ein kleines Basketballturnier gehabt. Und ja, Wäsche waschen und so weiter und so fort. Und ich bin ganz ehrlich, Laufen ist heute gestrichen. Keine Chance. Ich bin todmüde, wirklich todmüde. Und Kinder gingen vorhin vor. Also Haken hinter Lauf heute. Fällt aus. War eine tolle Woche. Das war Woche Nummer 1 des achtwöchigen Trainings. Danke, dass du hier reingeguckt hast. Danke, Birgit, nochmal für die Frage der Woche. Allen, die heute gelaufen sind bei der Generalprobe hier in Berlin, herzlichen Glückwunsch. Bleibt alle gesund. Nächste Woche, euer Sportler.